Hallo meine Lieben, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Die Luisa ist hier, da ist der kleine Philipp, die Michelle ist auch hier und die Lara. Wir sind, also die Kinder sind noch im Pyjama. Heute ist Dienstag und es ist was richtig Spannendes passiert am Wochenende. Und zwar am Sonntag habe ich eine E-Mail bekommen von der Bezirkshauptmannschaft, also das ist bei uns hier in Niederösterreich so, von unserer, einer Behörde halt, dass die Michelle in Quarantäne jetzt ist, weil sie ist Kontakt 1 Person, also K1 wurde sie eingestuft, das heißt, sie ist in Quarantäne, weil die Michelle hat 2 Mitschüler in ihrer Klasse, die Corona-positiv getestet wurden. Deswegen ist sie jetzt in Quarantäne bis, ja, also ganze 14 Tage sogar. Heute ist der erste Tag, wo wir testen müssen. Das ist der, also nach 5 Tagen. Weil du hattest. Willst du 5 Tage testen? Ja, zweimal. Also einmal, genau. Wenn die Michelle jetzt nämlich zweimal testet und sie ist zweimal negativ, dann bist du nur 10 Tage in Quarantäne. Wenn du nicht testen willst, glaube ich, beim zweiten Mal oder später, so wird das gerechnet, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir heute mit ihr jetzt einen PCR-Test machen, fahren. Sie wurde schon angemeldet von der Behörde direkt. Danach, 5 Tage später, müssen wir nochmal gehen. Das heißt, heute am 23. und am 28. Mhm. Witzigerweise sind wir alle nicht in Quarantäne. Weil, naja, nicht witzigerweise, eigentlich logisch, weil wenn, nur wenn du positiv wärst, wären wir in Quarantäne. Ja. Aber da du ja nur Kontakt hattest, also es ist die Michelle, also wir glauben auch, dass die Michelle negativ sein wird, also wir gehen stark davon aus, sie hat überhaupt keine Symptome, abgesehen davon hat sie mit diesen 2 Kindern nicht wirklich Kontakt gehabt, sie unterhält sich nicht mit denen so direkt, es sind keine Freunde von ihr, sie gehen halt mit ihr in eine Klasse und durch Corona wird das Ganze eh so ein bisschen in Zaum gehalten von den Lehrern, die Kinder tragen eh immer eine Maske und diese 2 Kinder hatten aber, glaube ich, Privatkontakt, oder? Dass die sich untereinander irgendwie angesteckt haben, ja. Kommt halt vor, ist jetzt aber nicht so schlimm und jetzt gehen wir testen. Nichtsdestotrotz waren aber die Luisa und die Lara gestern und heute nicht im Kindergarten. Wenn die Michelle negativ ist, laut Test, was wir heute testen werden, gehen die 2 dann morgen wieder in den Kindergarten. Ich überlege, ob ich mich gleich auch testen lasse. Solidarisch. Wieso? Einfach nur so. Kann mich auch noch schnell anmelden und dann das testen. Achso, kannst du dich auch dort anmelden oder jetzt anmelden? Ich melde mich jetzt einfach an. Mhm. Und lass mich testen. Hey. So, wir sind jetzt da. Und wir haben schon mal die Masken vorbereitet, weil die Michelle wird jetzt durch so ein Drive-In, so wie bei McDonald's, getestet. Das ist da drüben. Das ist ein Container. Seht ihr das? Warte, mal schauen. Drüben, diesen blauen Container, und da fahren wir jetzt hin und dann wird die Michelle getestet und ich glaube, sie kann sich sogar aussuchen, ob sie Rachen oder Nase macht. Ich muss noch nachdenken. Ich würde gerne Rachen machen, ich habe Angst, dass dein Kitzel oder... Dann schauen wir mal, was die Michelle wählt. So, wir warten jetzt, bis wir dran kommen. Da ist schon ein Mann im Kittel und rot. Siehst du den? Sehr tüchtig. Und Michelle, wie war's? Ganz okay. Du hast den Teil schon durch, gell? Bitteschön. So, die Michelle ist fertig. Man sagt ja, es ist nur dann richtig gemacht worden, wenn man tränen muss. Hast du das gewusst? Ich habe dann getränt, der hat das dann gemacht. Er wollte dich extra quälen, oder? Ja, das Ergebnis kriegen wir dann morgen, hat er gesagt, oder? Zettel hast du? Ja, hat er gesagt. So, meine Lieben, mein Akku ging dann leer. Ich weiß gar nicht mehr, was das letzte noch drauf ist. Auf jeden Fall konnte ich mich jetzt nicht testen lassen, weil die freiwilligen Tests waren noch geschlossen. Die sind immer erst am Abend, so erst ab 15 Uhr, 16 Uhr, manche 17 Uhr. Wie gesagt, es war auf jeden Fall geschlossen, deswegen sind wir jetzt wieder zu Hause und ich werde jetzt gleich was kochen, weil wir schon hungrig sind und ich merke, dass der Kleine jetzt wach wird. Na toll, jetzt bist du wach geworden. Bist du jetzt wach geworden? Wie soll ich denn jetzt was kochen? Ja, wie soll die Mama was kochen? So, mal schauen. Ich hole auf jeden Fall mal jetzt aus dem Babysitz raus und werde ihn hier in seine Schale von, also in seinem Hochstuhlsitz reingeben. Ja, hallo, mein Bärchen. Jo.
so fies auf ihn. Ja, das ist dein Bruder Philipp. Ja, na gut, ich hole ihn mal raus. So, komplett schweißgebadet, weil ich den Kleinen in einer Hand gehalten habe. Und dann mit der anderen Hand habe ich gekocht. Jetzt habe ich ihn kurz abgelegt. Und die Schwestern beruhigen ihn jetzt kurz. Ich habe auf jeden Fall währenddessen gekocht. Hier habe ich so ein bisschen Faschiertes mit Tomatensauce. Und ich habe auch schon Nudeln hier vorbereitet. Und das kommt da jetzt so drüber. Die Nudeln sind übrigens ungekocht. So sagt es das Rezept. Ist auf jeden Fall aber mehr Wasser drinnen. Damit es dann im Backofen fertig kocht. Oder überhaupt kocht. So gut verrühren. Jetzt kommt da Creme Fraiche drüber. Okay. Ich habe da so einen neuen Creme Fraiche gefunden. Schaut mal. Der ist nur mit 15% Fett. Das heißt 50% weniger Fett. Ich habe den aber hauptsächlich genommen, weil er genau 200 Gramm hat, so wie das Rezept das vorschreibt. Sonst hätte ich entweder mehr oder zu wenig, zu viel oder zu wenig gehabt. So. Kommt jetzt für 30 Minuten in den Ofen. So, meine Lieben, das Essen ist fertig nach 30 Minuten. Aha, okay. Hier kommt schon. Auf jeden Fall, so schaut das Essen aus und wir werden jetzt einfach gleich mal essen. Ich richte jetzt an für uns und einhändig ist das ein bisschen schwierig. Moment. Aua. Michelle, möchtest du mehr? Oder reicht dir das? Reicht. Reicht. So, meine Lieben, fertig gegessen und jetzt bin ich schnell alleine kurz hier im Auto, wie ihr seht. Ich fahre nämlich ganz schnell bei uns hier zur Gemeinde, weil heute ist hier bei uns im Ort Testtag. Ich habe euch ja gesagt, dass ich mich auch zum Testen angemeldet habe, eigentlich nur solidarisch für die Michelle, weil ich gedacht habe, wir lassen uns gemeinsam testen, aber habe gar nicht daran gedacht, dass die Michelle einen PCR-Test macht und ich einen Antigen-Test und das geht nicht zusammen. Aber egal, ich habe mir gedacht, okay, wenn du dich jetzt schon angemeldet hast, dann gehst du schnell testen und habe mich daran erinnert, dass heute das bei uns im Ort ist. Deswegen fahre ich da schnell hin. Das geht ganz schnell. Das ist so 2 Minuten von zu Hause entfernt. Und da habe ich den Kleinen jetzt mal schnell beim Papa gelassen und düse schnell rüber und lass mich testen. Also, bis gleich. Ja? Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, bis jetzt? Ja. Tief durch die Nase ein- und ausatmen. Tief ein- und ausatmen. Schenken Sie mir 2 Sekunden. Das war jetzt länger. Dankeschön. Also das war jetzt lustig, hier bei mir im Ort das zu machen, weil es weiß ja schon jeder, dass wir YouTube machen, also hallo an alle Ortsnachbarn und jetzt war das so lustig. Ich habe gefragt, darf ich das mitfilmen, während wir das machen? Und dann haben sie gelacht, dann haben sie gesagt, kommt das dann in den Vlog? Und dann waren wir da schon ein bisschen peinlich, aber ja, es wissen halt wirklich schon sehr viele Leute bei uns im Ort, dass wir YouTube machen, aber mich stört es halt nicht, aber es ist halt nur so, trotzdem immer, man vergisst das einfach, man vergisst das wirklich, weil man ist ja doch immer nur alleine mit seiner Kamera und dann vergisst man, dass da eigentlich sehr viele Menschen zuschauen, die man ja auch kennt. Und das ist dann immer so witzig. Jetzt fahre ich schon nach Hause. Das war jetzt ein Spaß. Spaß am Nachmittag. So, wieder zu Hause mit durchgespießtem Nasenloch. Nein, Scherz. Ich versuche da, mir ein Stativ zu basteln aus Klopapier, aber funktioniert nicht. Ja, ich bin jetzt in der Waschküche, wie ihr sehen könnt, habe jetzt eine Ladung Weißwäsche, also helle Wäsche reingetan. Ich tue solche Sachen, solche ganz hellen Sachen immer zu der Weißwäsche. Macht ihr das auch oder habt ihr dann wirklich so ein Blau? Keine Ahnung, ich mache so manchmal so gelb und blau, mache ich dann immer mit der weißen Wäsche zusammen. Und ich weiß aber, dass andere, ich habe das bei anderen gesehen, die trennen halt wirklich. Weil zum Beispiel solche Sachen, die dunkelblau sind, immer wasche ich halt bei dunklen Sachen, genauso wie so lila Sachen. Also ich trenne das immer so nach Nuancen und gar nicht nach Farbe, ne? Wie zum Beispiel diese Socke, die ist ja orange, die wird bei mir in der Weißwäsche gewaschen. Ja,
glaube, da ist jeder anders. Und zum Beispiel so helles Rosa, weil wasche ich auch mit der Weißwäsche. Das ist ja der Wäschekorb, den wir oben haben. Und wir haben auch hier unten zwei Wäschekörbe. Also einmal hell und einmal dunkel. Und wenn wir so dieses Ding runtertragen, dann sortieren wir das gleich. Natürlich mache ich dann auch eine Waschmaschine voll. Und also letztens kam so eine Frage, wo wir so viel Wäsche gemacht haben, ob wir denn noch Klamotten im Schrank haben. Ja, haben wir. Es schaut tatsächlich nur noch nach so viel aus, wenn es natürlich so ausgekippt ist. Und tatsächlich, ihr müsst euch mal bedenken, wir sind 7 Leute. Da kommt sehr schnell so ein Haufen Wäsche zusammen. Also ja, ich glaube für Leute, die ja vielleicht nur ein 2-Personen-Haushalt oder so haben, für die schaut das noch gewaltig viel Wäsche aus. Aber für uns ist das real life. So, Calgon habe ich auch wieder gekauft, um die Waschmaschine länger am Leben zu halten. Dann geht denn das auf? Wieso geht das hier nicht auf? Upsi! Waschmittel mache ich immer hier in die Tonne rein. Das habe ich schon so von meiner Mama gelernt. Und ich glaube, weil das viele mich schon öfters gefragt haben, warum ich das denn da hier rein mache und nicht da in diese Waschmaschinen. Pulver oder Waschmaschinen, wie heißt das, in diese Lade da halt reinkippe. Deswegen erkläre ich es euch kurz. Also wie gesagt, ich kenne das von meiner Mama so, die hat das selber so gemacht und ich habe es, glaube ich, hier mal gelesen, dass man es da reingeben soll. Lest es mal auf so einem Fläschchen. Michelle steht hier, willst du mich was fragen? Nein, eher so Kopfschmerzen. Du hast Kopfschmerzen? Euch habe ich noch gar nicht erzählt, wir müssen mit der Michelle ein Corona-Tagebuch führen, ein Fiebertagebuch. Das heißt, wir müssen 2-mal am Tag Fieber messen. Dann müssen wir mal das Datum aufschreiben, ob sie Fieber hat oder wie viel Grad Fieber sie hat. Und dann auch noch, ob sie Symptome hat, wie Husten, Halsschmerzen, solche Sachen. Und bis jetzt hat sie immer nur 36 Grad Fieber. Und das Testergebnis bekommen wir dann morgen. Bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Bist du auch gespannt? Mein Testergebnis kommt wahrscheinlich schon heute am Abend oder so. Kann sein, geht immer schnell. 1 bis 2 Stunden meistens. So. Let's go. So, ich habe mich jetzt ganze 2 Stunden nicht gemeldet. 2 Stunden 40, so lange die Waschmaschine ist gerade erst ausgegangen. Das hat die Mama so hingestellt, weil ich tue sie gerade ausräumen, die Waschmaschine. Und werde gleich den Trockner einschalten. Wir haben jetzt bisschen im Wohnzimmer gechillt mit den Kleinen. Übrigens, mein Corona-Testergebnis ist schon zurück. Und ich bin natürlich negativ. Anders habe ich es eh nicht erwartet. Michelles Test wird wahrscheinlich auch negativ sein. Und ja. Aber jetzt muss ich mich auf jeden Fall hier um die Wäsche kümmern. Ich überlege, dass ich gleich die Waschmaschine wieder voll mache und dass ich sie für morgen programmiere. Das heißt, dass ich sie für morgen programmiere, dass sie dann fertig ist, wenn wir so aufwachen, so um 7 herum. Dann kann man sie dann gleich schon in den Trockner packen. Und das mache ich öfters, weil ich kann die Waschmaschine nämlich so programmieren. Können ja einige, ich glaube die Neuen können das alle. So. Und jetzt an. Und jetzt anlegen. So, die Mama muss noch eine Waschmaschine voll anmachen, ja? Ja. Mama macht so halt. Kannst du auch sehen? Ja. So, mach mal die Grundwäsche rein, ha? Das auch nicht. So, das ist fertig. Nein. Kennt ihr das Gefühl, wenn das leer ist? Ist leer! Oh mein Gott! Und jetzt das da! Bleibt nicht lange, ne? So, jetzt das rein.
Und jetzt programmiere ich das. So, ich habe es jetzt programmiert. Ja? Gehen wir wieder rauf? Ja. Einen Spangen habe ich gefunden. Bringst du die rauf? Gut, meine Lieben, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Ich werde mich jetzt mal abschminken gehen. Und dann die Kleine müssen wir ins Bett bringen. Zähne putzen, dies, das. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.